Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu einer ersten Folge von Weiser mit Kaiser in, glaube ich, diesem Jahr. Und heute mit einem Gast. Es ist niemand geringerer als Johannes Niederhauser, den ich euch gleich vorstellen werde. Einige von euch kennen ihn schon. Und wir sprechen heute über die Technik. Das ist vielleicht ein Thema, was euch alle in nicht nur der letzten Zeit sehr, sehr nah gegangen ist und auch berührt. Wir haben ja alle mit Technik sehr viel zu tun in unserem Alltag und vor allem fällt uns die Technik ja auf, wenn sie nicht klappt, wie zum Beispiel jetzt eben hier dieses Mikrofon oder diese Kopfhörer oder was auch immer nicht klappt oder krasse Nebenwirkungen hat, die unintendiert waren. Und da ziehen wir heute mal keinen geringeren zu Rate als Martin Heidegger, von dem wir uns natürlich erstmal in aller politischen Korrektheit distanzieren, dort, wo es nötig ist. Aber von wem ich mich nicht distanzieren muss, das ist Johannes Niederhauser, den ich jetzt hier mal reinfliegen lasse und sage, hallo Johannes. Guten Abend, Herr Kaiser, Gunnar. Vielen Dank. Eine kaiserliche Audienz. Sehr erfreut, die Ehre ist auf meiner Seite und wir gucken gleichzeitig auch ein bisschen auf den Chat. Ich habe ein Auge darauf und wenn wir am Schluss noch Zeit haben, werden wir auch Fragen hier aus dem Chat reinnehmen und Johannes kann da eben auch sicher etwas zu sagen. Also es wird, ich weiß nicht, ob akademisch heute sein, aber es wird schon ein bisschen eine Exegese sein, vielleicht von den ein oder anderen Schriften von Heidegger, der ja bekannt ist als nicht einer der allzu klarsten sich ausdrücken im Deutschen, wenn ich das mal so sagen darf, aber ich denke, das wird dir, Johannes, gelingen, denn du gibst Kurse und du bist auch ein Autor, der über Heidegger geschrieben hat. Jetzt im letzten Jahr ist dein Buch erschienen im Springer Verlag oder bei Springer, es ist nicht der Springer Verlag. Stell dich doch unserer Zuschauerschaft mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst. Ganz herzlichen Dank. Genau, also man muss vielleicht aufpassen, es ist nicht der Springer Verlag der Bild-Zeitung, es ist Springer Science, aber ich glaube, die haben auch deutsche Wurzeln, ist auf Englisch erschienen, ist eine Erweiterung meiner Doktorarbeit, die ich 2018 abgeschlossen habe bei Warwick University. Das ist so eins der wenigen, was man da nennt, Continental Departments, also die dann offen sind für Hegel, Heidegger, Foucault, Derrida, Sartre etc. und nicht nur sich mit Bertrand Russell etc. Beschäftigen. Ich habe ein paar Stellen von Heidegger dabei, die vielleicht noch später vorlesen werden. Da ist er sehr klar, weil er da im Gespräch ist mit Richard Visser. Den kann man übrigens auch, kann man das hier sich auf YouTube anschauen. Es ist eine sehr schöne Doku oder Dokumentation mit Heidegger als Protagonist über sein Denken und seinen Denkweg. Und Visser ist noch so ein alter Schlager, Filmemacher, sowas gibt es dann, glaube ich, heute nur noch auf YouTube und heißt dann Gunnar Kaiser oder so. Aber es gibt, also leider gibt es bei Arte oder Dreisat, das ist, glaube ich, nicht mehr so zu finden. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren weg aus Deutschland. Ich bin ursprünglich aus Augsburg in Bayern und bin seit 10 Jahren hier, habe hier promoviert, also in England, meine ich in London, habe in London auch den Master gemacht mit einer Arbeit zu Kant und habe mich aber nach der Beendigung des Doktors mehr oder weniger, also nicht gleich sofort, komplett gegen die akademische Laufbahn entschieden. Ich habe schon noch ein bisschen versucht, habe mich aber nie wirklich groß beworben. Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Ein Grund dafür ist, dass es kein Ort der Muße mehr ist. Also die Akademie hat gänzlich es vergessen und die Universität, das ist ein bürokratischer Apparat, der sich auch, glaube ich, nicht mehr wirklich der Wahrheit verpflichtet fühlt. Und Heidegger geht übrigens darauf schon 1927 ein, als er nach Freiburg kommt und sagt, die Universität ist nur noch zusammengehalten durch Bürokratie. Und man sieht es auch bei uns jetzt, also in Deutschland gibt es ja, in Europa gibt es ja ganz viele interkulturelle Programme, interdisziplinäre, sorry, nicht interkulturell, ich meine interdisziplinary, also Programme, dass man sich mal wieder miteinander unterhält, wenn man jeder in seinem Silo so sitzt. Und habe mich dann entschieden, halt auch ähnlich wie Gunnar über YouTube und andere Medien ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen, aber nicht um Aufmerksamkeit zu erhaschen, das muss man natürlich auch, das gehört, glaube ich, mit dazu, diesen faustischen Pakt, den wir da alle eingehen. Aber
Also ich habe jetzt seit 2020, es war mehr oder weniger Zufall, also mein erster Kurs war tatsächlich zur Muse, zur Geschichte der Muse bei Platon, Aristoteles und dann auch Russell, Humboldt, Nietzsche, Josef Pieper, den ich wirklich jedem empfehlen kann, den kennt man leider nicht mehr in Deutschland. Kult und Muse, ein unglaublich wichtiges Buch, auch geschrieben 1945, direkt nach dem Krieg, der einfach nochmal die Europäer, auch die Deutschen an die Muse erinnert, war deutscher Katholik. Dieser Kurs fiel wirklich zufällig in den ersten Lockdown. Das war natürlich sehr passend, alle zu Hause. Und es hat dann ganz gut geklappt am Anfang. Und ich bin eigentlich seitdem nur noch privat unterrichten. Also ich habe eine kleine Online-Akademie mit jetzt ungefähr, ich weiß es gar nicht, 8 Kursen oder so. Zwei Kurse zu Heidegger, ein Kurs zum deutschen Idealismus. Die Kurse sind alle auf Englisch und vielleicht kann ich es auch ganz kurz erwähnen, ich möchte es nicht zu breit treten, aber diesen Sonntag, jetzt am 13. Februar, fängt tatsächlich ein Kurs zur Technikfrage bei Heidegger an. Und ich habe tatsächlich jetzt diesmal ein paar Deutsche mit dabei, aber es ist ein bisschen schade, dass es sind kaum Deutsche dabei, auch bei diesen Kursen. Es gibt so viel Interesse international an der deutschen Philosophie und am deutschen Denken. Heidegger wird ja vor allem in Silicon Valley auch gelesen. Ne? Und wer sich das dafür interessiert, der findet da, glaube ich, auch einen Link. Und ja, also wir haben auch jemanden, der bei uns japanische Philosophie unterrichtet. Also wir öffnen uns da auch dem anderen Denken, dem nicht westlichen Denken. Also da findet man doch eine ganze Vielfalt schon an Angeboten jetzt geistiger Art. Und Heidegger, das ist mir auch eben aufgefallen, als ich deine Videos geguckt habe und auch die Ankündigungen für diesen Kurs, der steht schon irgendwie im Zentrum, jetzt natürlich auch durch deine Doktorarbeit. Was fasziniert dich an Heidegger und inwiefern denkst du, dass er uns heute noch was sagen kann? Also ich habe selbst... bin ich zur Philosophie gekommen, nicht über Heidegger, sondern über die alten Griechen. Ich hatte Altgriechisch und Latein an der Schule, am Gymnasium. Und ich habe Ökonomie studiert in Italien. Da war ein bisschen Philosophie und Politik dabei. Da gab es einen sehr guten Professor namens Ivo De Gennaro, der tatsächlich dieses griechische Denken war sehr stark. Also als er reinkam, aber ja, das ist irgendwie im Griechischunterricht. Da passiert irgendwas, das ist ganz nah durch die Sprache an den Phänomenen dran. Der hat Heidegger nie erwähnt, aber der hat auch eine Doktorarbeit zu Heidegger geschrieben. Und ich habe dann im Selbststudium angefangen, Heidegger zu lesen, habe natürlich nichts verstanden. Und also Sein und Zeit habe ich da ein bisschen versucht zu lesen, das ist 3 Jahre lang durchgestolpert. Was ist Metaphysik? Das kann ich jedem empfehlen, mal das zu versuchen. Heidegger ist einer der ersten Philosophen, deswegen kommen ja auch die Japaner auf ihn zu. Also die sehen da eine Offenheit, die es im westlichen Denken bis dahin nicht gab. Nämlich zum Beispiel die Frage des Nichts, ohne dass man da in Nihilismus verfällt, oder auch der Unverfügbarkeit. Und da sind wir aber auch schon bei der Technik jetzt. Ne? Wir wollen ja heute auch zur Technikfrage sprechen. Heidegger ist ein Denker der Unverfügbarkeit, deswegen ist der Tod von Anfang an so zentral und so wichtig. Also der Tod ist in seiner Zeit noch, wird er bezeichnet als die eigenste Möglichkeit des Daseins. Das heißt, der Mensch, der ganz in sich kommt, merkt dann, dass da eine Möglichkeit ist, die ureigenste ist, die kann niemand anders für dich übernehmen. Nur du kannst deinen Tod sterben. Und erst in dieser Realisierung merke ich, wer ich eigentlich bin, wer ich eigentlich sein kann, was noch die anderen Möglichkeiten sind. Aber gleichzeitig gibt mir diese Möglichkeit, nichts zu verwirklichen. Das heißt, da bin ich so ein bisschen in der Schwebe. Aber gleichzeitig ist dieses Unverfügbarkeitsmoment ist kein negatives Phänomen, sondern da eröffnet sich Welt. Ja, also da fängt die Welt an aufzustehen, auch in Sein und Zeit. Und was die Technik jetzt macht, auch im Gestell, und da kommen wir dann zur Frage, warum ist Heidegger, warum wird er überall noch gelesen, ist, weil er darauf hinweist, dass das Gestell selbst nicht allmächtig ist, sondern auch sozusagen fast nicht was vorgaukelt, aber was vergisst. Nämlich erstmal
sein eigenes, also Gestell ist das Wesen tatsächlich, müssen wir glaube ich noch genauer darauf eingehen. Aber was die Technik generell vergisst, ist, dass alles, was sie findet, also man kann ja alles Mögliche heute finden. Ne? Wir können den genetischen, das Erbgut des Menschen freilegen und dann können wir damit rumexperimentieren und dann können wir das auch verändern vielleicht, weil dann können wir es verbessern. Aber wir sehen nicht, um das ganz einfach auszudrücken, was vielleicht nicht gefunden worden ist. Es kann nämlich gut sein, dass im kompletten Entschlüsseln des Erbguts, was ganz wesentlich ist, sich gar nicht gezeigt hat. Oder dass im Moment, in dem ich auf nur einen Teil des Erbguts schaue, ich alles andere ja ausblende. Und das muss ja, das ist ja das Komische, die Wissenschaft muss das ja machen, zum gewissen Teil. Und nur deswegen funktioniert es sozusagen. Aber was eben im Gestell in diesen Operationen immer vergessen wird, ist das Unverfügbare und auch, dass sie selbst nicht allmächtig ist. Ne? Deswegen sind ja auch die Versuche so extrem, die Technik in die Herrschaft zu bringen. Sorry. Ja, was wir ja auch gerade derzeit sehr stark merken, da geht es ja eigentlich um das Verhältnis des Menschen zur Technik, also wie wir uns auch verändern unter dieser Herrschaft der Technik oder unter dem vielleicht Zugriff der Technik. Und da muss man ja erstmal fragen, was ist denn der Mensch überhaupt für ein Wesen? Vielleicht können wir uns auch darüber dann Heideggers Denken nähern, zu fragen, du hast jetzt den Tod erwähnt, Zeitlichkeit würde sicher ein Thema sein. Was ist denn die Aufgabe des Menschen oder was ist das Wesen des Menschen und wie hängt das dann hinterher mit der Technik zusammen? Ja, also der Heidegger ist ja, das Denken von Heidegger steht außerhalb der Metaphysik. Und in der Metaphysik, das hebt an mit Platon und Aristoteles. Jemand in einer Bibliothek stellt Texte von Aristoteles hinter die Physik und sagt Metataphysica. Ne? Dann sprechen wir jetzt von der Metaphysik. Das heißt, wir schauen uns die Gesamtheit des Kosmos an und sehen die Dinge an sich. Was mit Kant passiert, ist, dass wir durch die Metaphysikkritik und aber vorher auch die Dogmatiker nicht mehr wirklich Zugang haben zu den Dingen selbst. Und Hegel versucht es dann zu überwinden auf seine Art, in seinem Idealismus. Aber das nimmt niemand auf. Das heißt, Husserl, der Lehrer von Heidegger ist, geht zurück zu den Sachen selbst, zu den Phänomenen. Das versucht Goethe übrigens auch schon mit seinen Urphänomenen. Also der Urmensch, die Urpflanze, alle suchen nach dem Ursprung. Also ganz, wir merken schon, wir sind von allem weg. Und was Heidegger dann eben sagt, ganz radikal ist, wir können jetzt epigonal alles immer weiterführen. Also wir sprechen dann vom Menschen einfach weiterhin als dem vernünftigen Tier. Das ist übrigens eine Redewendung oder auch eine ontologische Kategorisierung des Menschen aus der Metaphysik. Aber die ist veräußerlicht. Also der Mensch ist dann vorgestellt, hingestellt als tierisch, also Triebwesen und so weiter. Und da wird dann noch obendrauf jetzt verdinglicht im Gehirn, das ist ja nicht mehr Geist, wir sind ja nur noch Gehirn, wird dann noch die Ratio mit reingerechnet und die Ratio ist auch nur noch reduziert aufs Rechnen. Da kann er der Transhumanismus übrigens auch ganz schön reinfahren, weil er dann einfach trennt, ne, gnostisch und sagt, ja, das Gehirn können wir ja extrahieren und dann können wir das hochladen und dann können wir für immer leben. Wenn wir endlich dieses Gefängnis des Fleisches loswerden. Also wir sehen so eine Veräußerlichung, Oberflächlichwerdung einer tiefen Erfahrung, was es heißt, Mensch zu sein. Und diese tiefere Erfahrung, die wird im Griechischen bezeichnet als Soon, Logon, Echon. Das ist das lebende Wesen, das sich hält, Echon, Echen heißt halten, im Logos. Da findet es Halt. Das wird dann bei den Scholastikern, also Thomas Aquinas und so weiter, zu Animal Rationale. Das heißt alles immer noch was anderes. Bei uns ist es nur noch vernünftiges Tier. Und Nietzsche sagt dann irgendwann, der Mensch ist das noch nicht fest oder fertiggestellte Tier, glaube ich sogar, oder festgestellte Tier. Und da sieht Heidegger, wir könnten das jetzt ewig weiterschieben und es führt zunächst einmal, weil es nicht mehr ursprünglich ist. Oder wir lassen es einfach, ne, in sein Ende kommen. Und er versucht im Frühwerk zu zeigen, dass der Mensch
nicht Subjekt ist, primär, also abgespalten von der Welt oder auch nicht vernünftiges Tier, sondern Dasein. Das heißt, Dasein ist eine, das ist ein bisschen schwierig, das so gleich drüber zu bringen. Dasein ist, ein anderer Name dafür ist in der Welt sein. Anderer Name dafür ist Sorge, in der Sorge sein für andere, für sich selbst. Dasein ist die so ursprüngliche Offenheit dafür, dass da überhaupt etwas ist. Und in diesem Horizont befindet sich der Mensch immer. Das ist das Frühwerk Heidegger. Das ist jetzt sehr, sehr verknappt, tut mir leid. Aber im Spätwerk sagt er dann ganz explizit, der Mensch ist sterblicher. Er ist wartend, er ist sterblich. Und sterbliches Denken heißt eben, dass es auch in der Irre geht, dass es scheitert und dass es auch vor allem eben nicht und niemals die Technik ganz beherrschen kann oder allmächtig werden kann oder gottähnlich werden kann, sondern der Mensch ist sozusagen, also auch nicht allein auf sich zurückgeworfen, sondern immer nur in einem Gefüge aus Verbundenheit zur Erde und durch die Offenheit zu einem Göttlichen und Himmlischen kommt er überhaupt erst in ein Gefüge hinein, in dem er sich selbst wieder in seinem Wesen findet. In den Operationen des Gestells verliert sich der Mensch, weil er auch nicht mehr denkt. Und das bleibt wichtig bei Heidegger, ist, dass der Mensch denkendes Wesen ist. Denkend, wartend. Und denkend heißt bei Heidegger ganz wichtig, dankend. Sein Denken und Danken gehen bei Heidegger zusammen. Es ist eine Dankbarkeit für das Denken, aber natürlich auch für die Überlieferung. Und auch ganz wichtig ist immer Sprache. Also das am Leben erhalten der Sprache, die dann auf einmal wieder, und das ist das, was dann mit Ursprung gemeint ist, wieder ursprünglich zu uns spricht. Und diese Opera, das fehlt im Gestell. Da sind wir nur, da begegnen uns Vorstellungen und Simulationen. Das nennt man ein Simulacrum, hat das Baudrillard natürlich genannt, weil es nur noch selbstreferenziell ist. Und also Heidegger ist sozusagen sehr offen dafür, dass auch man eine freie Beziehung zur Technik haben können. Ja, die Frage nach der Freiheit des Menschen, die spielt da ja auf jeden Fall rein. Jetzt könnte man ja sagen, wenn der Mensch so ist, dass er in Sorge ist um das Dasein, wenn er sprechen muss, wenn er Sprache hat, wenn ihm sein Dasein irgendwie etwas angeht und wenn er in diesem Unterfangen jetzt auch sich da einbringen will, dann braucht er ja Mittel, um das zu tun. Und dann nutzt er als Mensch zwangsweise die Technik. Technik als eben Handwerk oder als Instrument. Und er nutzt das, um seine Zwecke eben als Mensch durchzusetzen. Jetzt sprichst du aber schon von dem Gestell, das ja offensichtlich diese Funktion gar nicht mehr hat oder noch eine Funktion darüber hinaus bekommen hat, für die der Mensch aber irgendwie blind ist, die der Mensch nicht versteht oder die ihn auch gerade in eben dieser Rückwirkung auf ihn selbst nicht ausmachen kann, was das für ihn bedeutet. Wo könnte man denn da auch eine Grenze ziehen? Also ist Heidegger jetzt jemand, der sagt, also der Untergang des Abendlandes fing eigentlich schon mit dem Hammer an oder eben mit dem ersten Instrument? Oder gibt es da so eine klare Linie, na, wenn die Elektrizität ins Spiel kommt, dann ist es aber wirklich aus. Wir haben ja auch alle das Bild vor Augen von Heidegger als dem Eremiten ein bisschen da in seiner Hütte in Tortnauberg, der das vielleicht auch selber dann so zelebriert hat. Gibt es da irgendwie für ihn so eine Grenze? Ab da ist Technik gefährlich. Also ich war nie Heidegger-Jünger, ich hatte mich relativ wenig mit seinem Leben beschäftigt. Aber er hat meines Wissens in dieser Hütte nur einmal gelebt, als die Familie sehr arm war. Der hat ja dann in Freiburg gelebt, hauptsächlich. Und Freiburg ist ja so ein sehr urbanes Zentrum. Und dann in Tottenberg, nicht in Meßkirch, wo er her ist. Es gibt da zwei verschiedene Aussagen, die mir da gerade eingefallen sind zum Stichwort
Untergang des Abendlandes. Also Spengler, von Spengler hält er ganz wenig, weil Spengler ist für ihn alles Vorstellungen. Der so zyklisch zu denken und so, das ist ihm alles zu einfach. Heidegger sagt in einem Aufsatz, der heißt Wozu Dichter in dürftiger Zeit? Das ist ein Zitat von Hölderlin, und da geht er hauptsächlich auf Rilke ein, auch wieder auf den Tod und auch auf den Tod bei Rilke. Rilke ist ja einer der Dichter des Todes und der Sterblichkeit. Und da sagt er, diese Zeit ist weder Untergang noch Verderbnis. Aber die Liebe ist nicht gelernt. Und das heißt, er sieht immer eigentlich noch Möglichkeit für Öffnung, die kommen kann. Es gibt dann auch noch eine andere Aussage, dass der Untergang ist schon geschehen und jetzt müssen wir nur noch da durchleben. Also er ist da, glaube ich, selber im Zwiespalt, was es jetzt genau ist, was tatsächlich untergegangen ist, ist nochmal, ist, glaube ich, wirklich die metaphysische Dimension. Wir versuchen das ja, glaube ich, technisch zu kompensieren. Weil wir haben, also warum nennt sich denn Facebook jetzt Meta? Ja, warum, wo kommt diese Begrifflichkeit her? Warum müssen wir uns denn in eine andere, wir sprechen ja auch von der digitalen Welt, wenn wir das mal ganz ernst nehmen, dann haben wir die Formenwelt tatsächlich ja jetzt so aufgestellt und versuchen uns da jetzt in so eine Kunstwelt rein zu projizieren, in der die Perfektion herrscht, weil eben, glaube ich, das Metaphysische fehlt. Und damit kann man auch, ich will es leichter machen, vielleicht auch das Göttliche nennen, das, was uns anspricht im Tiefsten, wo wir merken, dass wir Menschen sind, aber auch in Bezug auf was, was höher ist als wir. Muss man auch gar nicht in eine Transzendenz oder so gehen. Und ich möchte noch vielleicht kurz was sagen zum Gestell, weil ich jetzt natürlich voraussetzen musste. Gestell, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland überhaupt noch sagt heute, aber Gestell heißt ja Rahmen. Oder in Bayern hat man ja Gestell. Wäre halt sowas wie früher eine Säge oder so, irgendein Gerät, das man so hat, das Sach. Und Gestell, Heidegger macht einen Hyphen, einen Bindestrich rein und sagt dann, das ist die Versammlung, die Konzentration des Stellens und auch des Setzens. Und da haben wir ja im Deutschen ganz viele verschiedene Verben. Es ist Vorstellen, also ich habe erst eine Vorstellung und dann stelle ich nach dieser Vorstellung, stelle ich etwas her. Dann kann ich aber auch etwas nachstellen, also etwas imitieren. Und diese ganzen Weisen oder Modi des Stellens, die sind im Gestell konzentriert, das versammelt sich da. Allerdings ist es so, dass jede Versammlung ja auch grundsätzlich nicht glücken muss. Also das Gestell selbst ist brüchig. Das ist ganz wichtig. Dieses Wesen der Technik, also wir schauen da gar nicht auf die Geräte und so weiter. Aber wenn man da jetzt sagt, wir können uns ja auch nur unterhalten, weil wir jetzt diese technischen Hilfsmittel haben, die alles auf diese Weise bereitstellen. Das stimmt natürlich, weil es geht nie darum, irgendwas so niederzureißen und zu sagen, ja, aber wir wollen jetzt wieder 2000 Jahre zurückgehen, da wäre dann, oder 1847, da war es genau richtig. Da gibt es ja auch in Amerika ein paar Gruppierungen, die das zur Hand haben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt, weil das ist ja unfrei. Da bin ich ja in einem, da halte ich mich ja gegen die Technik. Und wenn ich mich gegen etwas halte, dann beziehe ich immer nur aus dem konträren Punkt eigentlich mein gesamtes Sein. Ich muss dann immer mich dagegen stellen und dagegen stellen. Wenn wir jetzt einmal kurz mit Nietzsche reden können, Nietzsche sieht die Gefahr, dass wir, das sagt er im Nachlass, dass wir reaktive Talente werden. Nietzsche will, dass wir aktive Talente sind. Also kreativ, wenn wir vielleicht so sprechen wollen, mit den neuen Möglichkeiten umgehen, anstatt uns davon versklaven zu lassen. Und wir sind ja versklavt, wenn wir abhängig werden von Überwachungsmechanismen in der Arbeit. Da gibt es ja unglaubliche, ich habe das zum Glück selber nie erlebt, aber in der Akademie ist es übrigens, für wen das dazuhört, nicht viel anders. Da wird man auch kontrolliert, was man so leistet und so weiter. Die Frage ist, wie kann man das denn vielleicht umkehren, dass es dem Menschen wieder dient und also diese eine Möglichkeit schafft, eine Dimension, in der wir frei sind. Deswegen erinnert uns Heidegger in dem Technikaufsatz, der übrigens ja in der Technischen Universität München gehalten vor Ingenieuren, und hat explizit daran erinnert, dass die Techne im Griechischen auch Handwerk heißt und vor allem auch eine poetische Dimension hat. Und poetisch heißt nicht nur Dichtung und solche Dinge, sondern auch, und das ist ganz wichtig, eine Dimension,
die sich immer bewusst ist oder klar ist oder eingedenk, das ist ein schönes altes deutsches Wort, eingedenk der Sache, der Tatsache, dass jede Eröffnung, alles, was sich entbirgt, gleichzeitig auch eine Verbergung bedeutet. Und wir leben ja genau im Gegenteil. Also wir haben ja jetzt eine Situation, die letzten 2 Jahre, da wird etwas gefunden und das ist das Allheilmittel für alles. Und da kann man kann nichts sagen, weil das so massiv ist, diese Erfindung, was sich da gezeigt hat, die muss ja operativ, wenn man es jetzt mal klar macht, was da abläuft, rein technisch, muss ja wirklich dann so ablaufen, dass es alles mundtot macht, was darauf hinweisen könnte, dass er da vielleicht sich irgendwas auch noch verbergen kann. Wir sprechen, das ist ja auch ganz komisch, ich muss da genau hinhören, die Nebenwirkung, ja, also die Wirkung, die so daneben herläuft. Aber vielleicht ist ja die Nebenwirkung für manche gar keine Nebenwirkung, sondern die Hauptwirkung. Übrigens, Wirkung ist ja auch ein Wort aus der Metaphysik, ne? Das ist die Aktualisierung einer Potenz. Also eine Nebenwirkung gibt es nicht, es gibt Wirkungen, rein metaphysisch gesprochen. Und die können für manche die Hauptwirkung sein. Und da ist es eben sehr, sehr faszinierend, traurig, spannend, wie auch immer, zu sehen, dass dieses Denken im Zeichen von Zahlen und Graphen und Modellierungen und Simulationen jetzt momentan wirklich ja die Oberhand hat. Ja, wenn man Heidegger heute liest, dann könnte man schon sagen, er hätte uns heutigen doch einiges zu sagen, auch gerade was so die Humanbiotechnologie angeht, die ja eben auch eine Technik ist, Gesundheitsfragen, das wäre natürlich jetzt spannend, dazu ihn zu befragen. Es wundert dann manchmal, dass das nicht so aktualisiert wird, ne? Dass diese ganze Technikkritik, von der Heidegger ja auch ein prominenter Vertreter, aber eben nur einer ist, dass die nicht derzeit nicht so aktualisiert wird. Aber das ist vielleicht auch schon das Wesen der Technik, dass es ihr gelingt, das irgendwie in den Hintergrund zu treiben durch diese, ja, durch diese fast anonyme Macht, unpersönliche Macht. Und die ja darin besteht, dass unser Blick auf die Welt sich verändert, dass wir alles nur noch in Zweck-Mittel-Relationen sehen, dass wir es nach dem Nutzen oder der Nutzbarkeit sehen, dass wir die ganze Natur und dann eben auch den Menschen als Teil der Natur als nutzbar, als Ressource sehen, Human Resources, und gleichzeitig noch so diesem alten Glauben anhängen, ja, die Technik an sich ist ja neutral, nur wenn sie dann mehr unintendierte Konsequenzen hat, als man eben intendiert hat oder eben als Nutzen, dann ist das irgendwie nicht so gut, sie einzusetzen. Aber in ihr selbst liegt jetzt keine Boshaftigkeit oder nichts, was wirklich so als treibende Kraft den Menschen und das Zusammenleben verändert. Ja, vielleicht auch zu dieser Zweck-Mittel-Relation und zu dieser Nutzbarkeit. Was sagt Heidegger dazu? Ja, also erst zur Nutzbarkeit. Also er sagt, da müssen wir jetzt vielleicht einfach auf den Technikaufsatz gehen. Das deutet natürlich hin drauf, dass der Mensch zum Menschenmaterial wird. Da gibt es unglaublich, man kann das gar nicht mehr wiedergeben, was er da sagt, wie der Rhein wird gestellt, ne, und das Wasserkraftwerk wird reingestellt. Das heißt, der Rhein selbst verschwindet eigentlich als Fluss, der an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland fließt. Der ist nicht mehr der Fluss Hölderlins in seiner Hymne, der Rhein, sondern der ist jetzt dazu bestellt, einerseits für die Tourismusindustrie, ja, und um da ein romantisches Wochenende zu haben. Das ist oft mein Beispiel. Man muss mal, also vielleicht, damit vielleicht ein bisschen Klick macht, wie man Klick machen, ist auch interessant. Das man kann ja lang, also als man noch reisen durfte, da konnte man ja romantische Wochenenden kaufen. Oder so Erlebnisse kaufen. Das ist sehr seltsam, wenn man sich das mal klar macht, weil es kann ja eigentlich nichts mehr geschehen. Ich habe das Format romantisches Wochenende ist jetzt schon gekauft, es ist nutzbar gemacht worden. Ich manchmal übertreibe ich und sage, man bräuchte eigentlich gar nicht mehr hinfahren. Das heißt, es wird alles instrumentalisiert. Die Romantik, die kann ja aufkommen, es kann ja ein Gefühl aufkommen. Aber wenn ich das vorher schon so formatiere, dann ist es
schon nur in einer Vorstellung, und deswegen ist ja auch ganz oft rein psychologisch gesprochen, jetzt das spricht man von so einer verfehlten Visualisierung, glaube ich, sprechen die Psychologen. Wenn dann irgendwas dann doch nicht so wird, wie man es sich vorgestellt hat, dann kollabiert es. Und das kann man natürlich auch in diesem Makrokosmos, wenn wir bei Spengler, das ist ein Wort von ihm, dann sprechen davon, wenn jetzt dann na, irgendwann mal diese Simulationen alle zusammenbrechen, dann kann man mal schauen, was da eigentlich dann da passiert. Aber was Nutzbarkeit angeht, ist ja eben genau hier das, die Gefahr, dass der Mensch in einer doppelten Beziehung zum Gestell steht. Das heißt, er wird einerseits selber gestellt als Nutzviech, als Menschenmaterial. Human Resources heißt Menschenmaterial. Und gleichzeitig ist aber im Human Resources Department, im Großkonzern oder auch in der kleinen mittelständischen Firma, da sitzt ja kein Roboter, der dann das Menschenmaterial verwaltet. Da sitzen ja Menschen. Das heißt, der Mensch ist jeden Tag dazu aufgefordert, und das ist seine Aufgabe zurzeit. Das ist der Heilige, sieht das Ganze, der schaut das neutral an. Der sagt nicht um Gottes Willen, der sagt nur neutral, wenn ich es anschaue. Dann sehe ich, der Mensch muss sich selbst als Material verwalten. Der Mensch ist Konsument und der Mensch ist Wähler. Ne? Alle 4 Jahre gibt er seine Stimme ab und dazwischen geht er konsumieren. Das ist, es geht ja in eine ähnliche Richtung. Das heißt, das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man sich eigentlich denkt, wir haben ja vorhin gesagt, was ist das Menschenbild? Eins unserer Menschenverständnisse ist Konsument. Jemand, der verbraucht. Und dann ist natürlich die Frage, wie man es mit der Technik ganz praktisch, weil Leute zuschauen, vorhin kurz eine Frage erhascht oder gesehen, was ist denn, ja, aber wir sind ja jetzt auch hier, nur dadurch habe ich Gunnar Kaiser kennengelernt. Ja genau, so geht es nämlich auch. Es kann nämlich auch passieren, weil es ist nie einschneidig. Ja, das ist keine Einbahnstraße, es ist auch keine Zweibahnstraße. Es ist immer eine Spirale, wenn man es jetzt mal, vielleicht, ich will nicht mehr so, wenn ja zu viele Vorstellungen gehen, aber ich will auch nicht zu weit abschweifen. Das heißt, wir sind immer in irgendwelchen so Kehrbewegungen drin. Es ist nicht so, wir müssen das Internet ausmachen, dann sind alle wieder glücklich. Sondern wir können ja aktiv irgendwo teilnehmen. Also ich weiß, dass Gunnar hat seine Position, dann gibt es, ich habe der Akademie, ganz viele Leute machen was. Man kann auch selber was starten. Ja, mit Leuten in Kontakt treten. Und dann geht das ja irgendwann auch wieder raus aus dem Internet. Dann bleibt ihr dann nicht da. Man ist sogar im Endeffekt, wenn man es so will, fast freier, weil man eben nicht mehr nur das sehen muss, was der Fernseher vor einen hinstellt, sondern wir können auf eine ganz andere Art jetzt mit Leuten zusammenkommen, dürfen uns aber darin dann nicht verlieren. Und ich möchte auf eines eingehen, da wird es ein bisschen tiefer und vielleicht auch schwieriger zu verstehen, aber das war der Blick. Der Blick ändert sich. Das ist natürlich erstmal nur eine Redewendung. Aber in jeder Redewendung verbirgt sich auch was Wesentliches. Das Gestell blickt uns ja an. Es geht immer um den Blick. Weil jetzt die eine der Fragen ist ja, was meint denn Heidegger mit diesem Gott? Was meint er denn? Der meint auf gar keinen Fall irgendeinen christlichen Gott, der meint auch keinen mythologischen Gott, der meint niemanden, der eingreift. Das ist kein Deismus. Ja, wir müssen vielleicht die Stelle noch kurz zitieren. Ich weiß nicht, ob das allen jetzt so... Sorry, ja. Genau, also du meinst das berühmte Zitat aus dem, ich glaube, Spiegel-Interview aus den 60er Jahren, ist, dass nur noch ein Gott kann uns retten. Ein Gott, welcher Gott und wovor retten und warum und ist das nicht defätistisch oder also ja, genau. Eine kleine Lücke übrig für die Rettung? Ja, bitte. Also retten nimmt Heidegger von Lessing. Das heißt, etwas in sein Wesen führen. Nicht retten im Sinne von Heil verschaffen in irgendeiner christlichen Form oder so. Heidegger ist ja im Denken wirklich Grieche. Bei den Griechen werden Götter, Theoi, was übrigens auch mit Theorie zusammenhängt. Theoria hieß ja mal Festzug. Vielleicht können wir auch wieder einen Festzug des Denken feiern, des Denkens feiern und nicht nur irgendwie so eine graue Theorie uns hingeben. So, der Theos ist eine Blickdimension. Da blickt uns der Gott an, also nicht ein Gott, sondern das ist selbst diese Dimension des Seins. Das sieht man zum Beispiel ganz schön im 6. Buch der Republik, also Platon, wenn er auf Apollon eingeht und auf den Sehsinn,
Apollon ist nur am Rand merkt, aber der See sind so, und Timaeus geht es dann, am Timaeus geht es dann noch ein bisschen tiefer. Dass das Auge so der Meeting, der Treffpunkt ist zwischen dem Feuer, dem inneren Feuer und dem äußeren Feuer. Das heißt, der Gott selbst ist diese Blickdimension. Und der blickt uns an und damit blicken wir in die Welt. Und auch das Gestell blickt uns auf eine gewisse Weise an. Das ist auch bei Herr der Ringe ganz schön dargestellt. Ne? Das Auge des Sauron, das äußerst nervös übrigens, auf alles immer schauen muss, was es da dann verbraucht und vergeudet, verschwendet, nur für die eigene Machtsteigerung, während es aber ja auf sich selbst nie schauen kann. Weil was nämlich dieser Blick immer braucht, auch der Blick des Gottes, ist den Blick der Sterblichen. Also die Sterblichen müssen zurückblicken. Und was Heidegger, glaube ich, denkt, ist, wenn wir das Gestell in den Blick bekommen würden, dann wäre da ein echtes Erstaunen und damit auch eine Möglichkeit der Verwindung und des, also nicht der Überwindung, er spricht, da habe ich auch lange gebraucht, das zu bemerken überhaupt in der Sprache, er spricht von Verwindung. Das heißt tatsächlich von einer Kehre, sodass die Technik nicht weggeht, sondern so verwunden wird, dass wir sie sehen, aber auch wieder andere Dimensionen des Menschseins und des Göttlichen etc. uns anblicken. Das sind, und ich glaube, auch jetzt ist die Zeit dafür, also das Retten heißt dann wirklich uns, also nicht defätistisch, sorry, bin ich darauf eingegangen, defätistisch, wie sehr wir geben auf und wir müssen nur warten, bis ja irgendeiner kommt und sagt, so, jetzt hier ist die Arche und jetzt gehen wir dahin. Nein, sondern sich bereit machen für dieses andere Sehen und sich bereit machen aber auch für das Aufwachen, das auch durchaus schmerzhaft sein kann. Das ist übrigens auch das Urbild der platonischen Höhle. Das rausgehen müssen unter großen Schmerzen, unter Schmerzen die Sonne sehen und unter noch mehr Schmerzen nicht draußen bleiben, sondern wieder hineingehen. Das ist ganz wichtig. Das platonische Höhlengleichnis endet im Höhlen, in der Höhle. Wir gehen wieder zurück hinein, sehen aber dann die Höhle anders. Darum geht es. Und ich glaube, dann dieses Retten heißt ein sich überführen lassen. Man muss sich also lassen, ist immer nur auch durch Einlassen möglich. Also ich muss mich auf etwas einlassen, auch ein Geschenk zum Beispiel. Ein Geschenk ist ja nicht einfach nur hier für dich irgendwas, sondern ich muss es annehmen und dann auch offen sein für dieses Geschenk, für die Gabe. Und aus diesem Spiel, diesem Zusammenspiel, da entsteht dann so, kommen dann wieder die anderen Dimensionen raus, die wir jetzt momentan vergessen. Ja, also wie du sagst, Heidegger ist dann in dieser Hinsicht nicht defätistisch, er ist auch kein reiner Technikfeind und das wäre natürlich für uns auch irgendwie vielleicht ein bisschen hypokritisch, dann über Technikkritik so in der Form zu sprechen und das alles eben mit den Mitteln der Technik ja machen zu müssen. Und Heidegger musste das ja auch. Also doch eine Chance, dass man durch Technik oder auch durch, vielleicht nicht durch Technik, aber in dieser Entwicklung des Denkens auch eben zu einem Umdenken kommen kann. Dafür muss man sich ja aber eben dessen bewusst sein. Also man muss aus der Höhle irgendwie rausgehen und dann eine Erkenntnis haben oder auch erstmal erkennen, dass man in einer Höhle war. Ich möchte, weil ich eigentlich schon den ganzen Abend darauf warte, dieses schöne Beispiel anzubringen, ganz kurz was eben dafür benutzen. Mein großes Problem ist ja die rote Ampel, wie alle wissen. Und zwar vor allem in der Tatsache, dass sie ja jetzt so als Beispiel dafür genommen wird, dass wir diese neuen Maßnahmen und diese neuen Geh- und Verbote vor allem über uns ergehen lassen sollen, weil sie so ähnlich sind wie eine rote Ampel. Und da würde sich ja auch kein Mensch beschweren, sondern man hält halt an der roten Ampel und dann funktioniert das auch. Und gegen alle anderen Pflichten, die uns jetzt so auferlegt zu sein, wäre halt wie, wenn man die rote Ampel nicht sozusagen respektieren würde im
Verkehrsalltag. Und lustigerweise habe ich in Vorbereitung jetzt auch auf dieses Gespräch mich natürlich mit Theodor Kaczynski beschäftigt und dazu auch die Technik macht es möglich, Manhunt the Unabomber gesehen, also ein bisschen diese Doku und auch diese Serie da. Und da wird sehr schön mit dieser roten Ampel gespielt. Kaczynski nennt es auch in der Serie, ich weiß nicht, ob er es selber in seinem Manifest auch nennt, als ein Beispiel dafür, wie sehr wir entfremdet sind davon, dass wir nachts eben im Auto sitzen und an einer roten Ampel halten. Offensichtlich gilt es doch auch nicht nur für Deutsche. Und dann da so stehen. Und es ist eigentlich nicht sinnvoll in dieser Form, aber wir halten uns dran, weil die Technik der Ampel jetzt uns dazu zwingt. Aber es ist kein richtiges Zwingen. Also wir empfinden das ja, kaum einer empfindet das, sei denn man hat sehr eilig oder so, oder man muss dauernd da stehen und dann wird es einem bewusst. Aber normalerweise machen wir sehr, sehr viel, was uns vorgegeben wird von der Technik oder auch der Verwaltung, der Organisation des modernen Lebens. Kaczynski nennt dann auch noch die IKEA-Pfeile, ne, denen wir alle so folgen, so im Trott. Ja, und keiner fragt sich, ob man nicht auch mal anders gehen kann. Wir werden da zu Sklaven sozusagen. Und sie finden das aber nicht schlimm. Niemand rebelliert dagegen. Und das ist ja unglaublich und wir müssen es anders machen. Und Horkheimer hat dann eben auch von der verwalteten Welt gesprochen und auch eben das Beispiel mit der roten Ampel genannt, dass wir alle zu Menschen dressiert werden, die nur noch Zeichen blind folgen, aber nicht mehr ja, sozusagen selber denken, ist es denn jetzt sinnvoll hier zu stehen oder erfüllt das irgendwie gerade meinen menschlichen Zweck? So, und jetzt kommt die Frage, wie können wir denn überhaupt oder können wir überhaupt in einer ausreichend großen Dimension in der Gesellschaft das Bewusstsein dazu überhaupt erwecken, dass wir in dieser Höhle leben, dass die Technik und das Gestell uns eben da reingebracht hat und dass sie unseren Blick so sehr verengt und verändert hat und dass es auch Zeit ist, umzudenken. Geht es überhaupt? Hölderlin sagt in Mnemosyne, ein Zeichen sind wir deutungslos. Ich lasse es einfach so stehen, den Hölderlin, den kann man nicht kommentieren. Das ist einfach, es geht zu tief immer. Es ist, wenn wir jetzt rein in der Philosophie bleiben, ist das eigentlich die älteste Frage. Das ist der Moment, in der Philosophie zur Philosophie wird. Den Namen der Philosophie gibt es, glaube ich, so richtig vor Platon und Aristoteles nicht. Die Liebe zur Weisheit. Davor gibt es die Sophia und es gibt natürlich verschiedene Arten des Denken zu sagen, bei Parmenides, Heraklit, Empedokles, Thales und so weiter. Aber die Philosophie kommt auf, weil die Sophia sich aufbäumen muss gegen die Sophistik. Und die Sophisten sind nicht nur Menschen, die rumrennen und irgendwas verkaufen wollen, Weisheit verkaufen wollen, das machen die auch und Rhetorik verkaufen, wie man Argument gewinnt, aber da passiert was viel Fundamentaleres, was tatsächlich, ich möchte es da nicht moralisieren, aber tatsächlich schlimmer ist oder unmoralisch gesprochen gefährlicher, nämlich da wird der Zugang zur Welt zerstört, weil die Philosophie oder das Denken hält aufrecht den Zugang zur Welt. Und die Frage ist jetzt natürlich, weil wir vorhin im Höhlengleichnis waren, muss da jeder aufwachen? Muss da jeder rausgehen und zurückkommen? Oder reicht es, und Platon würde sagen, wahrscheinlich es reicht, wenn es einige wenige gibt, die es merken und dann aber auch, wie gesagt, unter Schmerzen und der Möglichkeit des Scheiterns. Das ist kein großartiges Erweckungsmoment. Das ist halt, hat nichts von irgendeiner großartigen Aufklärung oder so. Da zu merken, dass es da auch eine andere Dimension gibt. Und dafür ist eigentlich ja zum Beispiel, also das klingt jetzt fast utilitaristisch, aber dafür ist die Dichtung da, also muss da aufpassen. Aber gleichzeitig ist es so, dass jeder Mensch, insofern er Mensch ist, grundsätzlich, glaube ich, immer in dieser Möglichkeit, in dieser Offenheit steht. Und es passiert ja oft genug, dass auf einmal dann nichts mehr Sinn ergibt von den normalen
so Begebenheiten oder auch jetzt eher unnormalen Begebenheiten, was auch immer gerade los ist. Aber in diesem Moment muss natürlich aber dann was da sein. Und da sind dann die Dichter und Denker gefragt, diese Öffnung aufrechtzuerhalten. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir vielleicht jetzt momentan wirklich in einer Zeit sind, die tatsächlich dürftig ist, nochmal mit Hölderlin gesprochen. Und in einer dürftigen Zeit, aber wiederum ist es nicht reiner Untergang, sondern was es da vielleicht gilt, ist das kleine Flämmchen irgendwie am Leben zu halten und weiterzutragen. Weil wir können nicht, glaube ich, so hoffen auf die große Utopie und wir brauchen auch nicht den Nostalgie verfallen, sondern wir sind als Menschen, ich spreche wieder mit Heidegger, immer geworfen, immer auch in Angst und in Ungewissheit. Und ich glaube aber, dass wir auch momentan wirklich eine extreme Zeitenwende durchmachen, also ganz unabhängig von allem, was wir gesprochen haben. Das ist, glaube ich, schon auch wirklich jetzt der Fall. Da kommen einige Sachen zusammen. Nur, wir gehen, wir haben, glaube ich, immer die Aufgabe, jeder in seinem sowas weiterzutragen, was es für, was uns erinnert dran, was es heißt, Mensch zu sein. Und diese Erinnerung dann am Leben zu erhalten. Und das kann man natürlich, das kann man nicht technisch vermitteln, also das kann man nicht lernen an der Universität oder so. Das kann man nicht bürokratisieren, das lässt sich nicht standardisieren, das lässt sich nicht testen, da lässt sich kein Examen dafür geben. Aber wie das dann genau aussieht immer im Einzelnen, das ist tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne dann einzigartig. Also da gibt es keine Gruppierung oder so, die man da bringen kann, aber die, ich glaube nicht, dass wir hoffen nicht, also Heidegger, vielleicht gehe ich ganz auf Heidegger ein, Heidegger spricht vom Gefiert. Das heißt, es gibt, das sind die Sterblichen und die Erde und der Himmel und die Göttlichen. Das Gefiert kommt nicht nach dem Gestell und es ist auch nicht in Opposition zum Gestell, sondern die sind ineinander verwoben. Und wenn der Mensch sterblich wird, also wenn er sich als sterbliches Wesen sieht, das heißt als ein Wesen, das nicht die reine Vernunft werden kann oder die reine Berechnung werden kann oder Gott werden kann, dann kehrt sich das Gestell schon um. Und zwar, wie das dann aussieht, das weiß keiner, aber so, dass wir vielleicht überhaupt wieder die Dinge beginnt zu sehen, überhaupt Dinge zu sehen. Aber wie dann, man kann natürlich jetzt fantasieren, wie würde es so eine Welt aussehen, gibt es dann da Ampeln oder nicht. Aber viel wichtiger ist es vielleicht zu fragen, wie kommt es denn überhaupt so weit, dass wir so in so eine Chiffren- und Zeichen-Unwelt uns haben pressen lassen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, wir sehen das ja schon. Also man sieht es ja, Heidegger sieht zum Beispiel, er nennt es Gestell. Andere haben es anders genannt. Und in dem Moment, in dem man was sieht, beginnt es eigentlich schon zu bröckeln. Also ich glaube da schon, dass da Öffnungen möglich sind, gerade dann, wenn die Konzentration der Kontrolle zu stark wird. Ja. Gerade dann versagt oft ja die Versammlung, die auch nötig ist. Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt wirklich ein Signum unserer Zeit. Das passiert gerade. Ich finde, du hast das sehr schön gesagt, dass uns die Utopie vielleicht auch gar nicht so sehr kümmern muss. Wobei eine Welt ohne Ampeln, das wäre wirklich meine Utopie. Sondern, dass wir diese kleine Flamme weitertragen, beschützen müssen, dass wir darauf aufpassen müssen. Und das ist ja schon auch, was jeder auch machen kann, ne? auf seine Weise, ohne jetzt große Revolutionen anzuführen oder eben die Technik bilderstürmerisch oder maschinenstürmerisch eben zerstören zu müssen, wie Kaczynski das vielleicht gewollt hat. Das ist eine ganz, vielleicht ist das sogar schon eine Aussicht, auch wenn es da natürlich im Wagen verbleiben muss. Johannes, wir haben schon natürlich nie irgendwie befriedigend jetzt hier Heideggers
Technikkritik hier oder Technikphilosophie dargestellt, aber ich glaube, einen ganz schönen Einblick auch gegeben. Wen das noch mehr interessiert, der kann, wie gesagt, ja auch deinen Kurs buchen oder deine Videos auch sehen. Wirklich ganz toll. Oder wir sprechen auch gerne ein anderes Mal hier auf meinem Kanal über diese Fragen. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, wir gucken mal ganz kurz in den Chat. Vielleicht gibt es irgendwas, das ist sicherlich was sehr, sehr Kluges, aber was jetzt hier auch zu unserem Gespräch passt, was wir hier mit reinziehen können. Und ist jetzt natürlich hier sehr... okay, das ist vielleicht interessant. Magic Maga schreibt, in dem Moment, in dem ich mich über die Ampel ärgere, bin ich im Gestell. Was hältst du davon? Da würde ich gern mehr dazu hören. Ja, ich finde es ganz gut. Das ist was, das bringt was zurück, was ich vorhin sagen wollte, und dann habe ich es vergessen. Das ist immer das Schöne, das Menschliche, also Nemnosyne, das Gedächtnis, das ist etwas ganz, ganz Menschliches. Und übrigens, man muss mal darauf achten, warum wollen denn diese Computerweltbauer, alles ist Memory und so weiter. Ne? Aber dieses Ärgern ist wichtig. Also ich habe von einem meiner Studenten gelernt, der ist der Gründer und Leiter eines Jiu-Jitsu-Kampfstudios in Austin, Texas. Und er hat gesagt, wenn man in Jiu-Jitsu, ich glaube, ich spreche da nicht aus Erfahrung, ich kann nur wiedergeben, was er gesagt hat, wenn man schon so im Schwitzkasten sozusagen ist und dann dagegen drückt, dann kann dein Gegner, der oben drauf ist, dich mit diesem Druck, mit deinem Gegendruck kann der dich fertig machen. Damit drückt er dich runter. Du hast eine Chance, die ist zwar klein, aber du hast nur dann eine Chance, wenn du dich entziehst. Und dieser Entzug, das Ärgern ist ja genau, dann gehe ich ja in eine Gegenposition zu allem, was mich umgibt. Und dadurch baut sich in mir ein, wir sprechen ja auch von Druck, der sich dann aufbaut, den muss man dann wieder rauslassen, das ablassen, durch Konsum vielleicht oder durch Alkoholismus und so weiter. Drogen, die fangen, wird ja auch immer mehr, dass Menschen sich zudrogieren. Nur wer sich vielleicht so die Unverfügbarkeit, man kann sich ja auch selbst unverfügbar machen. Ne? Es gibt auch den schönen alten Begriff der Sabotage. Möchte da jetzt zu nichts aufrufen, aber man kann sich zu manchen Sachen auch einfach entziehen. Also vielleicht mal jetzt als ganz unphilosophisches Beispiel, Monaco Franzi. Wer kennt den guten alten Monaco Franzi? Wer ihn noch kennt, das war ein Münchner Stenz, das war, als es noch gutes deutsches Fernsehen gab. Da gibt es eine Folge, da ist er dann zwangspensioniert und er sagt zu dem Pensionsbeamten monatelang am Telefon, ja, also ich möchte es gern bar haben, weil ich habe kein Konto, das Geld. Und irgendwann sind es 25.000 Mark. Und er hat sich einfach bis dahin komplett entzogen, dem bürokratischen Aufwand, dass er das auf sein Konto überwiesen haben soll. Und als dann der Beamte bei ihm anruft und sagt, ja, jetzt wäre es möglich, Sie könnten es abholen. Es wäre jetzt möglich, es sind 25.000 Mark, die Sie abholen können. Und dann sagt der Monaco von sich, ja, dann gebe ich Ihnen jetzt meine Kontonummer und dann können Sie es mir überweisen. Also man muss sich immer wieder eins wirklich klar machen, das ist jetzt ganz unphilosophisch gesprochen, ich spreche jetzt nicht als Philosoph, man muss sich eins klar machen, man kann sich immer, da bin ich davon überzeugt, immer entziehen. Und das kann man entweder durch Witz machen oder durch Humor, durch Freunde oder durch und das sind eben nicht kein, man muss kein Maschinenstürmer oder so sein, auch kein Ted Kaczynski, der ja auch, das ist ja absurd, was der gemacht hat, der nutzt Bombentechnik, nutzt die US Mail Service, also nutzt eigentlich das gesamte Gestell aus, um dann eigentlich nur alles ja, zu verschlimmern. Oder mitzuhelfen, dass sich da eine Dialektik aufbaut. Das ist ja auch, man muss sich immer alles, ich würde jedem empfehlen, sich jeder Dialektik immer zu entziehen. Man sieht es ja jetzt ganz extrem, diese Dialektik, ne? Dafür, dagegen, anti, wir wissen auch ganz genau, wo es dahin geht. Weil gegen etwas sein heißt, ich beziehe mich nur noch darauf. Ich beziehe mein ganzes Wesen, meine ganze Identität eigentlich nur noch aus dem, wogegen ich offiziell vorgehen muss. Und durch den Entzug, durchs Nicht-Ärgern in diesem Fall, entmacht ich zu einem gewissen Teil natürlich nur das Gestell. Und dann eröffnet sich aber auch was Neues. Und das ist immer das, das,
der nächste Horizont kann schon eigentlich am Aufstehen, am Erstehen sein, aber ich sehe ihn vielleicht nicht, weil ich noch so sauer auf diese eine Situation schaue und mich da ärgere drüber, dass das nächste sich schon nicht öffnet, weil jede Schließung, wenn man ganz konkret, jede Schließung öffnet. Sie muss öffnen. Also sie kann nicht, es gibt keinen Moment der Entbergung, der nicht erstmal seine eigene Verbergung in sich trägt und sich ausfaltet und dreht durch neue Verbergungen und Entbergungen, die wir noch überhaupt nicht überblicken. Es gibt keine Eschatologie hier oder keine finale Teleologie, sondern wir sind immer in diesen Momenten der Kehre. Können wir gefangen sein, aber wir können auch frei sein. Ja, und da muss man auch eben sich mit reinfinden. Also du sagst es eben, sich hier und da entziehen, auch eben sich verweigern vielleicht, aber eben nicht in dieser Anti-Haltung. Schon ein, ich mache da nicht mit, aber eben ein spielerisches, es muss ja vor allem Lust machen, so, damit man es auch durchhalten kann. Auf der anderen Seite, es gibt auch, ich habe vergessen, wer es gesagt hat, die Haltung, um die Bürokraten wirklich effizient zu schlagen, muss man einfach alle ihre Anweisungen einfach nur sehr, sehr strikt befolgen, dauerhaft. Und dann ist es natürlich auch eine Form von Dialektik. Johannes, vielen Dank erstmal für deine Kommentare jetzt hier und deine Anwesenheit bei unserem heutigen Gespräch. Und auch euch natürlich herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt nicht allzu viele Fragen mit hier im Chat beachten können, aber ich denke, das wird beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Johannes? Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Gunnar, Herr Kaiser, für die Audienz und allen, die hier zugeschaut haben. Ich freue mich darauf, die Kommentare dann nachher noch zu lesen. Also ganz genau, da freue ich mich auch, da bin ich der Technik auch täglich dankbar für, dass ich eure Kommentare lesen darf überhaupt. Und Johannes Niederhausers Credentials und eben seine Internetseite, seinen Kurs, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, macht's gut, gute Nacht und viel Glück. Gute Nacht, vielen Dank.